Ich bin Gummi, das neue VfL-Maskottchen. Ich bin das Aspekt dagegen, du. So mega abgelutscht. Ich schick euch mal zwei Lieder. Gut, prima. Wir haben schon länger darüber nachgedacht, ein Maskottchen einzuführen, was sich besonders für die Kinder und die kleinen VfL-Fans kümmert. Dann hatten wir den Familientag gegen Minden Ende Februar, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit den zwei Kämpfen von Aspekta. Zudem wurden wir beim Final Four bei der Vorbesprechung darauf hingewiesen, dass ein Maskottchenrennen geben wird in Hamburg. Folglich wollten wir auch ein Maskottchen stellen, so hat die ganze Sache jetzt ein bisschen Dynamik bekommen und wir haben Gummi das Känguru erschaffen. Mit Hilfe halt von Aspekta, die uns ihr Känguru halt überlassen haben. Und das haben wir halt, ja. Gummi, unser VfL-Känguru. Gummi leitet sich ab vom VfL Gummersbach. Wird den Gummi über das Final Four hinaus bestehen bleiben im VfL? Auf jeden Fall. Gummi wird bei jedem Heimspiel dabei sein. Wird auch bei vielen anderen Terminen des VfL dabei sein. Wir haben VfL macht Schule, da wir Gummi mitmachen. Überall, wo Kinder, wo Familien sind, da wollen wir auch dann Gummi dabei haben, dass dann die Kinder einen festen Ansprechpartner haben. Das ist die Überlegung zusammen mit Aspekta, einen Känguru-Club zu gründen, einen Kinderclub. Das sind also Dinge, die wir machen werden. Gummi wird fest zum Erscheinungsbild des VfL gehören. Ja, guck mal zu mir. Okay. Du nicht, aber ist okay.